Ich stehe hier an der kleinen Mindel. Sie fließt da so gemütlich das Mindeltal hinunter. Meine Oma hat immer gesagt, der Fluss des Lebens. Man weiß nicht genau, wo er anfängt und man sieht nicht, wo er aufhört. Aber nicht immer ist die kleine Mindel so friedlich und ruhig. Manchmal geht sie auch ziemlich über die Ufer, schwappt über, nimmt Raum, der ihr eigentlich gar nicht gehört. Und dann gibt es Zeiten im Sommer, wenn es sehr heiß ist, lang nicht regnet, wo sich die Mindel einfach so durch das Flussbett quält. Und wenn man ihr so zuschaut, denkt man sich, wann kommt endlich ein Regen? Und so geht es mir auch oft. Tage, an denen ich überschwappe, überfließe, überströme und Tage, an denen ich down bin. Es ist gut, wenn man dann jemand hat, der einen hält oder jemand hat, der einen Mut gibt und aufbaut. Ich finde diese Kraft im Glauben. Steht doch im Psalm, er führet mich zu frischen Wassern. Und im Evangelium sagt Jesus zur Frau am Jakobsbrunnen, ich bin lebendiges Wasser. Und so möchte ich euch noch einen kurzen Liedtext mitgeben, der das in Worte fasst. Alle Quellen entspringen in dir, guter Gott. Du bist das Wasser, das mich stärkt, die Kraft, die mich heilt und der Geist, der mir die Richtung weist.